Willkommen zurück bei Divinity Original Sin 2. So, letzte Folge hier alles erledigt. Alexander erledigt, das Riesenwurmvieh erledigt, diesen komischen Phantomvieh erledigt, Melody kennengelernt und unseren Fluch aus eigenem kreativen Wissen entfernt. Ah, da gibt es noch mal einiges zu identifizieren. Ein paar Handschuhe, noch ein Brustpanzer und ein Zauberstab. Ist ja zweihändig. Einhand. Sie könnte den Brustpanzer tragen. Ja. Passt zwar nicht so ganz, hat aber Finesse 12 und ist überhaupt besser als das, was sie anhat. Ach, guck mal hier. Da ist er endlich ein bisschen bedeckt. Das ist vordefiniert, ne, wie das hier bei denen aussieht. Glaube ich. Intelligenz 12. Na. Will nicht? Wieso? Wieso möchtest du nicht vergleichen? Hallo? Egal, rein damit. Wieso? Stufe 8, Stufe 7. Deswegen nicht? Wegen der Stufe? Letztes Gefecht. Plus ein Intelligenz. Ich gebe das Ding mal mit, ganz einfach, weil es episch ist. So, hat auch so ein Runenfach drin. Wir können auch mal die Punkte vom Level wieder investieren. Ich mache jetzt auch mal Intelligenz 11 am liebsten, damit er mal andere Klamotten tragen kann. Oder? Eigentlich braucht er das doch nicht. Ist eine Initiative, sind das die Punkte, die ich mich bewegen kann hier unten? Nee, ne? Egal, ich mach mal einen Verstand, ein Finesse nochmal. Zwillingswaffen, jawohl. So, bei ihr, Distanz, jawohl. Auch da mal Gedächtnis, falls wir da aber noch mehr kriegen. So, Stärke 20 und Konstitution erstmal auf den geraden Wert bringen. Gut, durch die Klamotten wird sich das eh immer wieder ändern. Führung, ja. Int. Ich mach mal Verstand, 12. Halt, ah fuck, kann ich nicht zurücknehmen, ne? Ah, ihr Säcker. Ich wollte Gedächtnis, ne? Das ist nicht so schlimm. Vergeltung, Schaden reflektieren, das finde ich halt ganz geil, ne? Der hat gerade immer mal reflektiert, das finde ich nicht schlecht, das mache ich nochmal. Das war eine gute Sache. So, dann hätten wir das erstmal. Gibt es hier noch mehr zum Suchen und Finden? Nein. Hier waren alle, ja. Ich dachte, hier lag noch einer mehr rum. Nee. Gut. Dann hätten wir das ja. Ich suche gerade das Labyrinth, das war hier oben, ne? Oder? Ach, das war hier. Halt.
Lass uns nochmal zu dem Labyrinth zurückkehren. Lose, die kann mal wieder alles so ein bisschen hochheilen nach und nach. Gut. Jumit, was jetzt? Können die endlich sterben oder nicht? You must help us wage our war. That peace may... Gnade, Gnade. Soll ich die, verwesend, Alter. Ich erlöse die jetzt mal. Kann doch nicht sein. Gefolterte Frau. Tut mir natürlich wirklich leid für ihn, aber ich denke, für die ist es das Beste und er kann dann auch endlich mal Abschied nehmen. Guck mal kurz weg. Guck mal kurz weg. So. Wir haben alle nichts mehr dabei. Na gut. So. You must help us wage our war. That peace may be. That peace may be. That. Huch. Nanu. Ups. Kann ja mal passieren. Wir können ja auch hier unten durch, ne? Genau, und dann direkt da hoch zum L, zum Labyrinth. So. Unser kleines, wunderprächtiges Himmelfahrtskommando hier. Ging nicht hoch? Doch, da geht's doch hoch. Kann ich eigentlich einstellen, dass hier unten nichts automatisch reinkommt? Ach, guck mal. Brauche ich nicht. Kommen alle auch wieder nach. Na, jetzt aber Beeilung. So. Der Historiker. Halt alles verschlossen hier, ne? It's stuck fast. I'll need something to prise it open. Könnte noch Schlossknacken machen. The flames! Down the flames! Was denn hier hinten? Okay. Vereist Türen. Guck gerade, gibt es hier irgendwo einen Schatz oder so? Ein paar Vasen? Ja, na gut, das ist ja das Labyrinth, ne? Wir müssten, Moment. Da die Tür. Hier ist eine Tür. Und dann würde man da hinten wieder rauskommen. Zu der Tür kann ich bloß hier geradeaus. Probier's mal. Ach so. Lock tight. Surely this is stuck fast. I'll need something to prise it open. Kann ich vielleicht? Careful, I've spotted a trap. Careful now, that's a trap. Ach guck mal, ich kann ja da hochklettern, aber das wird mir nicht viel bringen. Kann der
das mal nicht eben darüber stellen oder was? So. Ich habe nämlich eine famose Idee. Kommt mal alle weg. Mag meine Ideen total. Scheiße, ich habe gedacht, ich krieg das Feuer, die Tür da irgendwie auf. Da ist nämlich eine Falltür. Was ist das denn? Kann ich nochmal mit dem Kerl hier draußen reden? Nee. Die meinen aber nicht die Seelengefäße, oder? Nanu? Zerbröckeln. Da war gerade ein zerbröckelnder Schädel. Taucht er nochmal hier auf? Ich stelle mich mal hin und den wegnehmen zu können. Gerade als ich hier durch bin. Als ich wieder reingegangen bin in das Labyrinth. Klick. Erwischt bloß keinen. So, wenn ich jetzt hier nochmal reingehe. Nee. Dann taucht er nicht nochmal auf. Wie ist denn der gerade aufgetaucht? Ich meine, da ist auch wieder so ein kleiner Tisch. Ach so. Dachte vorhin schon beim Reinkommen, das muss doch irgendwie was. Hier lose, hol mal das. Hol mal den Schädel. Rubbish. Na? Frage ist, bekomme ich immer wieder Schädel, wenn ich da drauf gehe? Nein. So, da muss ich aber irgendwie muss ich doch auch die anderen Schädel bekommen können. Da hoch komme ich vielleicht mit seiner Teleportation, mit Mantel und Dolch. Deswegen, ich würde einfach mal die Tür hier drüben aufmachen. Sehr gut. Well, that doesn't look ominous at all. Why do I get the feeling we'll be on the other side in a moment? Ha! Das wird ja mal besser hier. Ach du Scheiße. Klick. Das hier? Ah.
So, da geht's runter, okay. Da geht's runter. Da liegt irgendwas rum. Ja, mal schauen. Vielleicht hat er nochmal so einen Skelettkopf dabei. So einen zerbröckelnden Schädel. Okay. Leere Büchse bringt 100. Aber lose, warte mal. Aber der Schädel, der geht ja jedes Mal kaputt, ne? Gehe ich jetzt einfach mal ganz fest von aus, ja. Okay, alle wieder hier hoch. Ah ja, guck mal. Hallo? Hä? Okay, ich konnte gerade niemanden mehr befehligen. Ist mir egal, einer muss sich jetzt da drauf stellen. So, dann haben wir da drüben den nächsten Schädel. So, mal, geh mal weg. Leichtgewicht stelle ich da mal drauf. This gargoyle flares its lichenous nostrils as you draw near. Master would be impressed. Ja, denke ich auch. So, okay. Könnten wir theoretisch da rein. Aber... da ist nicht nochmal so ein Tisch, dass ich nochmal einen Schädel bekomme. Hier drüben ist halt nochmal ein Tisch. Da ist eine... na gut, da ist halt eine Falltür. Nimmt er den Regen mit ab? Müsste, oder? Ja. Ja, super. Mit denen komme ich jetzt bloß nicht darunter. Dann... ich hätte die einfach da unten lassen sollen, ich Idiot. Gargoyle taps one stony claw upon its plinth as it rasps a message to you. Riddle me this, wanderer. How would mighty Bracchus douse a man on fire? Oh. 1, 2, 3. Boah, Alter. Fang mal nicht so hart hier an. Also hör mal. Sag mal. Hallo. So, wo bist denn du jetzt? Fire. It burns. It won't stop. Okay, ich nehme erstmal den da oben, den da unten können die anderen nehmen. So, mal schauen, ob es reicht. Nice. Für ihn ja. Den Rest hebe ich mir mal auf. Mach doch noch mal deinen Regenspruch. I'll yield to none.
Ach, der ist von Höllenfeuer betroffen. Kriegt aber immerhin keinen Schaden. So, ihr beiden macht mal den hinten schnell platt. Sehr gut. Oh, Vorsicht. Gut. Segnen reicht auch nicht. Hat nicht gereicht? Er hatte doch nicht mehr viel, oder? Okay, jetzt kriegen wir ihn. Vielleicht mit ihm reden. Halt! Bleibst mal hier unten. Mach mal den ganzen Kram hier weg. Irgendwas hier ringsrum, das war das Feuer noch wegkriegen. Wir reden bei ihm, mit ihm das nächste Mal. Ich bedanke mich bei euch für heute. Das war's. Und ja, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.